Weiter aufräumen. Immer schön aufräumen. Verhaltensstörung möglich. Ja, super. Oh, eine Waffe hat er ja auch. Ja, schön. Okay, jetzt weiß ich, dass da eine Waffe liegt. Ja, habe ich aber doch schon gelesen. Oder gibt es noch mehr? Nö, mehr gibt's nicht. Okay. Weil er mir das immer noch anzeigt, komischerweise. Und jetzt zum Sport. Als erstes Basketball. Die Gears bereiten sich auf ihr wichtiges Spiel heute gegen Denver in der Cyberlife Arena in Detroit vor. Während die Verhandlungen über die mögliche Zulassung eines Androidenspielers pro Team weitergehen. Es wird debattiert, ob dies zu deutlich spannenderen Spielen führen wird oder ob menschliche Spieler dadurch schließlich überflüssig werden. CyberLife hat sich bereit erklärt, das Experiment zu unterstützen und jedem Team ein Spezialmodell zur Verfügung zu stellen. Zwar dienen Androiden bereits seit 2035 als Mannschaftstrainer und als taktische Berater, doch Androiden als Spieler sind in den Teams nicht gestattet. Bisher. No. Okay. Weitere 225.000 Jobs wurden im Oktober in der US-Wirtschaft abgebaut. Laut Arbeitsministerium stieg die Arbeitslosenquote damit auf 37,3. Präsidentin Warren sprach heute bei der Eröffnung eines neuen CyberLife-Werks bei Milwaukee. In ihrer Rede hob die Präsidentin erneut CyberLifes Rolle bei den großen Erfolgen der US-Wirtschaft hervor. Weiterhin gab sie bekannt, dass der Etat des Verteidigungsministeriums für den Kauf von 200.000 Android-Kampfeinheiten erhöht wurde. Hm. Kampfeinheiten. Muss ja sein, ne? So. Aufräumen. Ja. Oh. Was war das? Was war das? Hey, ich will wissen, was das war. Soll ich auch ersetzt werden? Rede mit Alice. Ja, okay. Schauen wir mal. Weg da. Oh, der Typ ist so nett. Jetzt geh auf die Toilette. Jetzt kann ich auch die Toilette putzen. Will ich da jetzt hin, wenn er da gerade drauf war? Boah, ist das widerlich. Kann er das nicht selber machen? Ähm.
Okay, Alice hat Angst vor mir. Irgendwie. Warum denn nur? Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Du bist sehr still. Hab keine Angst vor mir. Erzähl mir doch etwas von dir. Was du gerne tust, wo du gern hingehst, dein Lieblingsessen. Das würde mir sehr helfen. Okay. Jetzt habe ich den Schlüssel von ihrer Truhe gekriegt. Fragt Todd nach neuen Anweisungen. Nö. Meine ich. Wenn Alice mir schon den Schlüssel gibt, dann muss ich da auch nachgucken. Ein vierblättriges Kleeblatt. Wer ist denn, sind das, ist das die Familie? Da sah der Vater aber noch ganz schön anders aus. Okay, das sieht aus, als hätte sie eine... Alice und ihr Papa. Und ein Androide, der Schläge kriegt. Und kaputt ist. Ich musste ja repariert werden. Ich meine... Wie soll man denn da als Android nicht irgendwie ein Eigenleben entwickeln? Man kann das doch nicht immer alles nur so hinnehmen. Auch wenn das eigentlich ja die Aufgabe des Androiden ist. Alice im Wunderland. Da, jetzt muss ich mal wirklich tot noch... Warte, da oben steht noch was. Na, dann frage ich dort nach neuen Anweisungen. Ich hier alles erledigt habe. Ich habe meine Arbeit getan. Jetzt muss ich diesen drogennehmenden Saufsack da unten. Entschuldigung, aber... Was machst du da? Ich spiele. Du spielst. Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Na? Na, scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles! Oh Mann. Ich weiß, was du von mir denkst. Du hasst mich. Du hasst mich, oder? Sag es! Du hasst mich! Gott, was mache ich denn? Tut mir leid, Süße. Tut mir leid.
Tut mir leid. Mhm. Ich hab dich doll lieb, glaub mir. Drogen sind schon scheiße. Meine Fresse. Der braucht einen Arzt. Ganz dringend. Meine Herren. Habe ich alles aufgedeckt? Alles gefunden? Alles? Wirklich? Toll. Irgendwas habe ich vergessen. Oder ist das dann Staubsauger nicht aktiviert? Das kann natürlich auch sein. Wir müssen mal eben in die Legende gucken. Gesperrte Wege. Nee, es ist halt auf jeden Fall nicht benötigt. Zum Abschließen wäre halt so ein Dings davor. Wir haben hier Aktion, Dialog, blablabla, das haben wir. Aber nicht benötigt zum Abschließen ist halt, ja, irgendwas habe ich vergessen. Ansonsten habe ich ja tatsächlich alles. Spielwende, ne? Kara sieht eine Waffe und Kara entdeckt einen Weg nach unten. Wird halt dann im Laufe des Spiels sicher nochmal wichtig werden. So, mal weiter geht's. Immer noch 5. November 2038. Achso, ja, jetzt sind wir wieder Markus, der jetzt gerade mit dem Bus wieder ankommt. Da kennen wir ja noch nicht. Dessen Zuhause kennen wir ja noch nicht. Oh, okay. Also ich spiele das Spiel jetzt eine Stunde, ein bisschen mehr. Und ich bin echt begeistert. Also es erfüllt das, was ich erwartet habe, nachdem ich ja Heavy Rain und Beyond the Souls ja auch kenne. Erst mal ins Spiel geguckt. Wie sehe ich aus? Gut, wunderbar. Du sollst es ablegen. Aber was wir bis jetzt gesehen haben, finde ich, also die. Also Kara kann man irgendwie gleich so. Die tut einem irgendwie gleich. Die tut einem irgendwie gleich leid. Also keine Ahnung. Kümmere dich um Karl. Wecke Karl im Obergeschoss. Okay. Können wir erstmal hier. Da ist ein Vogel anscheinend. Sind die nicht echt? Ach doch, ich wollte gerade sagen. Ach so. Ja, warum auch nicht? Unfassbar. Das ist einfach nur unfassbar. Oh Mann, ey. Also wie gesagt, die Anfangsszene da mit der Geiselnahme ist halt einfach nur mal so ein Ausblick, was hier wohl noch kommt. Also der Connor ist halt Polizist irgendwie oder hilft halt da, abtrünnige Androiden zu stellen, zu fangen. Kara ist halt, ja, von Todd missbraucht zum, muss da alles machen und wird dann auch noch, ja, man hat ja gesehen, wie der Typ gerade drauf ist. Ja, und Markus, wie gesagt, wissen wir noch nicht. Aber der scheint irgendwie bei einem etwas reicheren Mann namens Karl zu wohnen, der irgendwie künstlerisch begabt ist. Oder halt Wert auf Kunst legt. Gucken wir erstmal da. Da ist was. Oh, hier können wir wieder lesen. Lesen ist immer gut. Tiefgefrorene Schätze, der Nordpol, wieso Russland ihn will. Bonuskultur, wieso Banker sich selbst zu viel zahlen. Steht Präsidentin Warren Cyberlife zu nahe. Viele werden bei der Synthetisierung von Tyrium benötigt, okay.
Tyrium-Reserven. So, so. Keine friedliche Lösung in Sicht. Mhm. Präsidentin Brown hat diese Auffassung. Hat. Beide Nationen profitieren von einer stabilen, produktiven Arktis-Region. Ein Konflikt nützt niemandem etwas. Und die amerikanische Präsidentin sagt, ach, es ist ganz einfach, Russland hat in der Arktis nichts zu suchen. Wenn der Kreml das nicht versteht, sorgen wir dafür, dass er es versteht. Super. Leben auf dem Titan gefunden. Immer mehr Hinweise auf außerirdisches Leben. Leben auf dem Titan? Titan ist der Mond des Saturns, oder? Ja, genau. Enceladus, einem weiteren Satelliten des Saturn, ähnliche Materie gefunden wurde, erscheint es möglich, dass Leben im Universum vorhanden ist. Da sind sie 2038, jetzt sind immer noch nicht weiter. Also doch, jetzt haben sie ja Leben gefunden. Ja, interessant. Also ich meine, wie gesagt, sich das Ganze dann noch so auszudenken, ganzen Storys dazu zu schreiben. Was haben wir hier? Screen Lenegas. Okay. Also war ja, ne? Nix mit Pferd auf dem Flur hier. Giraffe im Wohnzimmer. Herrschaftszeiten. Es halt sogar nach. Cool. Ach, schon. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hier ist sonst nichts mehr. Zum Esstisch, ja. Wo ist der Esstisch? Okay, gut. Dann gehen wir mal ins Obergeschoss, wenn wir ihn doch irgendwie wecken sollen. Was ist denn ein Teppich hier, du? Das? Irgendein Saurier hängt hier einfach rum. Okay. Okay. Wenn das so sein soll. Nee, da geht's nicht durch. Erstmal erkunden hier. Hallo. Guten Tag. Achso, nee, da ist ja gar keine. Ah. Toll. Wir sind sonst im Kreis gelaufen. Ich dachte, da wäre noch irgendwo eine Tür. Aber hier ist nur eine. Ziehe die Vorhänge auf. Jawohl. Machen wir. Guten Morgen, Carl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt. 12 Grad Celsius.
80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Ja, ich bin ja auch eine Maschine, also... Medikamente, wir suchen Medikamente. Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Karl. Nein. Karl? Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Hey, was ist mit dir passiert? Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Karl. Was für ein Haufen Idioten. Glauben die wirklich, es hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln? Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh, nein, nein. Sie haben mich nur geschubst, Karl. Mir geht's gut. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Was für ein Kontrast das ist zu dem, was Kara widerfährt. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Irgendwas von Leo? Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Warte mal, hat er keine... Nein, lass gut sein. Keine Rollen vorne? Wie hält er sein... Okay. Wie hält er sein Gleichgewicht? Gott, ist ja schnell. Aber, also vom Design her finde ich den jetzt gerade sehr interessant. Ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Marcus. Gern geschehen. Fernseher. Die Spannungen in der Arktis verschärfen sich seit Russland das Gebiet einseitig als einseitig nachgeschickt hat. Seit Samstag haben russische Kriegsschiffe in der Barentssee-Position bezogen und die russische Flagge weht über dem Eisfeld. Der russische Präsident betonte in einer Rede vor der Duma, dass die Arktis unumstößlich zu Russland.
Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Hm, klar. Hm? Okay, Karl. Such dir eine Beschäftigung. Aha. Was ist das? Schach. Fernseher aus. Menschen sind so deprimierend. Nichts als Gier, Dummheit und Gewalt. 5000 Jahre Zivilisation, um an diesem Punkt anzukommen. Erst mal gucken, was ich noch habe. Was war das dritte? Nee, lesen, Schach. Ich glaube, ich spiele Klavier. Das liegt mir, glaube ich, am ehesten. Rätselhaft, vertraut, melancholisch. Nee, melancholisch. Wir machen mal hoffnungsvoll. Wo er doch gerade so ein bisschen deprimiert ist. So. Also irgendwie kann ich es doch nicht. Jetzt geht's. Ah. Jetzt hab ich den Flow. Ah, verdammt. Mist. Spiel mir ein Lied. Ich muss hier nur gerade mein Touchpad irgendwie massakrieren, dass ich da immer draufdrücken muss. Das Lied kommt mir bekannt vor, irgendwie. Für heute.
Dein Klavierspiel hat sich verändert. Manchmal glaube ich, du bist menschlicher als die meisten Menschen. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen und selbst entscheiden, wer du sein möchtest und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Okay. Die Aussage ist, ja. Oh. Oh. Alter, schick. Wir stehen geblieben. Zieh das Laken weg. Putz das Studio. Ja. Machen wir. Die macht irgendwie alles. Ah, hier ist noch was zum Aufräumen. Na, irgendwo was da hinten. Da hinten. Ich bin noch nicht fertig mit Aufräumen. Also, was hältst du davon, Marcus? Es hat irgendwie was. Ja, es hat das gewisse Etwas. Etwas für mich Undefinierbares. Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach.